Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir und meiner Herzallerliebsten. Wir werden Beyond Two Souls spielen. Ich kommentiere das hier nach. Wir haben es komplett aufgenommen. Und warum haben wir es komplett aufgenommen, bevor wir es euch überhaupt gezeigt haben? Ganz einfach. Sehr, sehr einfach sogar. Das haben wir gemacht, um Spoiler zu verhindern. Wir wollten es einfach genießen. Und vor allen Dingen, sie mag es nicht, während des Spielens dabei zu reden. Da habe ich schon weniger Probleme mit. Seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ja, und das werdet ihr während des LPs sehen. Ist ein extremes Gimmick. Ich habe sie am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Nein. Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Ach, nö, geht schon. Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey. Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Wow. Also psychische Kräfte, schön. Ich habe keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Werdet übrigens merken, hier gibt's haufenweise Cutscenes. Das ändert sich das ganze Spiel über nicht. Es ist wie ein Film. Scheint ja nicht gut gelaufen zu sein, nicht wahr? Jody, was hast du getan? Das waren doch bestimmt nur die Cops.
Ja, und so beginnt das Spiel. Wir haben nichts rausgelassen. Da hinten ist der Prolog. Wir starten beim Experiment. Da seht ihr, dass wir das erste Mal gespielt haben. Zwei Seelen. Was das bedeutet, sehen wir später noch. Und ihr werdet sehen, diese Kette hier füllt sich dann so ein bisschen. Ich nenne es jetzt einfach mal eine Kette. Denn das sind die Ereignisse, die sich durch das Spiel ziehen. Also das ist wohl der beste, ich sag mal, Begriff, um es irgendwie irgendwo zu benennen. Was hier wirklich so abgeht. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. So, es ist der erste Moment, in dem wir wirklich Gameplay haben. Dazu sei gesagt, derjenige am Controller bin nicht ich. Das ist Zuna Angel. Sie spielt Jody. Okay. Es ist aber ein Multiplayer-Spiel, ihr werdet sehen, warum. Und es wird öfter mal vorkommen, dass ich in die Leute reinrede. Das tut mir leid, aber die ploppen auch einfach auf und reden mal. Hi Cole. Hey Alan. Ja, das ist auch immer mein Problem. Ich habe nicht genug Kleingeld. Er war vor zwei Wochen fertig. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Ja. Wir sind da. Das Spiel selber ist wie ein interaktiver Film. Das habt ihr, glaube ich, wenn ihr schon mal von dem Spiel gehört habt, habt ihr das wahrscheinlich irgendwo mal gelesen. Wie war bisher dein Tag? Mitbekommen. Da merkt man halt, das ist hier auch definitiv der Fall. Es ist wie ein interaktiver Film, aber es ist nicht schlecht. Ihr werdet sehen, wir haben noch so ein paar Probleme mit den Kontrollen. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Lasst euch einfach nicht davon stören. Oh ja. Oh, oh, oh. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Okay. Ich könnte jetzt aus dem Kopf heraus nicht mehr sagen, wie der Name war. Ich war hey, Jody, William Defoe oder so. Er ist auf jeden Fall der grüne Kobold. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Okay. So. Sie soll jetzt den 3-Knopf drücken und auf einmal haben wir eine außerkörperliche Erfahrung? Diesen Teil steuere ich. Naja, Kommi. Da bin ich da so ein bisschen am Rumfliegen, am Gucken. Das ist also eine Sternkarte, ha? Nächste Karte. Und das wiederholt sich jetzt so ein paar Mal. Immer wieder werde ich als komisches Ding losgeschickt und so nachgucken, welche Karte es ist. Nächste Karte. Könnte man fast sagen, das ist hier schon Routine. Aber nein, wir werden noch mehr Probleme damit haben. Aber ihr werdet merken, das kriegen wir auch hin. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Okay. Klötzchen umwerfen. Nicht mehr einfach nur auf eine Karte zeigen. Nein, Klötzchen umwerfen. Das ist eine Aufgabe, die meiner würdig ist.
Ich habe also komische Klötzchenkräfte. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Willst du, dass ich noch andere Dinge bewege? Bist du dir da sicher? Ich glaube nämlich nicht. Tja. Jetzt haben wir das erste Mal die Möglichkeit, wirklich frei zu agieren als diese außerkörperliche Kraftkreatur, was auch immer das ist. Mir reicht. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Ein Moment, ja? Lass mich hier raus, los! Ganz ruhig, Kathleen, geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Da hat man gerade schön gesehen, dass ich Orientierungsschwierigkeiten habe. Das kommt auch mal gerne vor. Dass ich einfach nicht weiß, wo ich gerade genau bin. Aber ja. So läuft das hier. Oder auch nicht, kommt immer drauf an, wie man sieht, ne? Und tatsächlich ist es mein Job hier, so viel kaputt zu machen wie möglich. Und dann wird mir beigebracht, wie ich Leute würgen kann. Ich weiß nicht, warum mir sowas beigebracht wird, aber es wird mir beigebracht. Vorbei sein. Ja, und das ist dann auch schon fast das Ende dieser ersten Episode der Einführung in diese doch sehr groß inszenierte Film-Spiel-Animationsgeschichte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Part 2. Auf Wiedersehen und tschüss.